ich bin France und dies ist Newsbus am Dienstag. Bis jetzt waren die Behörden in der Ukraine nicht sicher, wie man mit den Separatisten im Osten des Landes umgehen soll. Heute haben sie endlich den Beginn einer Anti-Terror-Operation in den umkämpften Regionen des Landes angekündigt. Was das heißt, ist unklar, aber es sieht aus, dass die Ukraine sich dann doch wehrt. Wir werden wohl früh genug sehen, was das bringt. In Boston wurde gestern die Ziellinie des Marathons aufgebaut, um an einen traurigen Jahrestag zu denken. Vor einem Jahr kamen 3 Menschen um und mehr als 260 wurden verletzt, als 2 Sprengsätze explodierten. In Boston werden heute Gedenkzeremonien abgehalten. Der Marathon von diesem Jahr findet am 21. April statt. Dies ist wohl eher kein normaler Automat, aus dem man Schokolade und Kekse kaufen kann. In Colorado in den USA haben sich die Freunde von Marihuana gefreut, als man den ersten Automaten für Marihuana vorgestellt hat. Doch dies ist nur für medizinische Zwecke und kontrolliert Alter sowie die Identität der Käufer. Heulend und trotzdem sehr süß. Eine Babyrobbe hat sich in einem Hafen im östlichen Teil von Schweden verirrt. Obwohl das pelzige Tierchen sehr knuffig ist, bitte nicht in die Arme nehmen. Babyrobben haben sehr scharfe Zähne. Hoffen wir mal, dass sie den Weg zurück in den Ozean schnell findet. Das war's. Mehr Videos gibt's auch auf unserer Webseite. Ciao!